So Leute, wir starten den Vlog aus Bayern, wir sind angekommen. Schön mit Bier hier, auch alle anderen am Start. Wir sind alle negativ und wir gönnen uns jetzt hier Schnitzel, Spätzle, Metzle. Und dann kommt der Flieger in 2 Stunden. Das ist erstmal gegönnt hier. Ein schöner Himbeergeist, ne? Ja. Prost. Eieieiei. Schönes Wiener Schnitzel vom Kalb. Boah. Was geht denn hier ab? Wir können uns jetzt noch mal kurz vom Abflug, Leute. Ganz entspannt hier. Oh, und auch Käsespätzle. Oh, ich will auch. Wir probieren. Wie das einfach aussieht mit der Maske, hat sie schon eine richtig spitze Nase, Alter. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier gleich am Gate. Wir müssen jetzt noch hier Koffer und so abgeben und dann 6 Stunden einfach fliegen. Aber zum Glück haben wir da so einen Fernseher und so alles drin. Also wird auf jeden Fall sehr entspannt. Ich war ja vor 5 Jahren das erste Mal in Dubai mit meinen Eltern, aber hab da jetzt nicht so viel gesehen, weil wir mehr am Strand gechillt haben und so. Und wir wollen diesmal bestimmt auf jeden Fall auch mal so ein paar Sachen unternehmen und sowas. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Die holen jetzt gerade beim Corona-Test noch ihre Sachen ab, dass die das alles auch auf Papier haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, noch ein paar Tage abzuschalten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr das jetzt hier seht, ihr Schweine. So, wir sind im Flieger, Leute. Let's go. So sieht es im Flugzeug aus, Leute. Wir haben... Ach, geil, Alter. Scheiße, ey. Ach. Mann, passiert doch noch mir, ne? Handy runtergefallen, Leute. Ja, wir sind hier auf jeden Fall im Flieger jetzt. Haben einen schönen Fernseher am Start und so. Sogar Gardinen hier. Was gibt's denn für Filme, ne? Oh, wie geil das aussieht hier mit Sternenhimmel und so. Wow, wow, look at this. It's amazing. Ach ja, stimmt. Wir können sogar, wir haben die Nintendo Switch auf Wish. Jeder kann zocken. Wir sind jetzt einfach eine Reihe nach vorne gegangen, weil hier alles frei ist. Überall. Guck mal hier. Da gönnt sich sogar 2 Filme gleichzeitig. Richtig geil, bisschen Beinfreiheit und wir können uns schön nach hinten zurücklehnen. Sehr geil. Mein Bildschirm geht einfach nicht. Sehr geil. Einfach alles hängen geblieben. Ah, geil. Wir können ja einfach auf dem Bildschirm sehen, wie wir landen. Sieht einfach aus wie ein Tannenbaum. Ja, ein bisschen mehr gerade. Ist mehr nach links. Ja, ja. Und hoppa, wir sind gelandet. Let's go. So, das ist der Flughafen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Wir haben schöne Palmen hier am Start. Wir müssen noch Geld wechseln und so. Kann man da nicht mit Euro zahlen. Ah, geil. Aber wir sind ja schon seit 10, 15 Minuten am Gehen zum Gepäck. Also der Flughafen ist einfach so riesig. Wie riesig das ist. Was ist das hier, Mann? Es geht einfach bis da ganz hinten durch, Leute. Wie krank das hier aussieht, ne? Der Flughafen. Komplett modernisiert. Jawohl, mein Koffer. Wir sind jetzt raus aus dem Flughafen. Es hat einfach so LA-Vibes hier. Sieht einfach komplett aus wie in Los Angeles. Richtig nice, ey. Wir gehen jetzt zu unserem Shuttle und dann fahren wir zum Hotel. Oh yes, Leute. Boah, es sind so viele Hochhäuser, das ist der Wahnsinn, ne? Das ist kein Ende. Egal wo du hinguckst, überall Hochhäuser. Wahnsinn, ja. Wir sind im Hotel angekommen, Leute. Auf jeden Fall entspannt. Ich wusste ja gar nicht, in was für ein Hotel wir gehen. Ich habe mich einfach mal überraschen lassen und habe Janina und die anderen machen lassen. Wir werden jetzt einchecken. Vielleicht gehen wir dann schon direkt aufs Zimmer, wenn wir können. Weil wir jetzt hier gerade, glaube ich, 8 Uhr morgens oder so. In Deutschland ist es 5 Uhr, ist 3 Stunden Zeit voraus. Wir sind alle ein bisschen platt, wenig geschlafen im Flieger. Deswegen schauen wir mal, was wir jetzt machen nach dem Einchecken. Also wir sind jetzt gerade in unserer Etage. Boah, wie hoch das ist, ey. Alter, boah, das ist gruselig, Mann. Mal gucken, was Janina für uns hier gebucht hat, Leute. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Handy aus. Oh mein Gott. Schon, ach du Scheiße. Was ist das denn für ein geiler Ausblick? Alter, richtig geil. Mach auf. Was machst du? Da oben, zieh das raus. Zieh doch raus. Hä? Zieh doch den Schlüssel raus. Mach. Ich krieg das nicht hin. Aha. Türe auf. Oh mein Gott, ich glaube nicht. Boah, guckt euch mal diese Aussicht an, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Alter, wie hoch ist das bitte? Oh mein Gott. Ey, ich hab unnormal Schiss gerade, ne? Ich bin fast runtergefallen. Sehr, sehr geile Aussicht, Leute. Wahnsinn. Gucken wir uns mal das Zimmer an. Sehr entspannt, schönes Bett hier am Start. Minibar, Spiegel, Bad. Reicht, aber die Aussicht ist das Highlight auf jeden Fall. Super. Hat ja Nina toll gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Zimmer. Wir haben uns jetzt alle umgezogen. Schön im T-Shirt, kurze Hose. Heute ist mit der heißeste Tag. Wir haben 28 Grad, die Sonne scheint, es tut gut. Wunderschön. Das ist jetzt hier in den Marina Walk. Da haben wir einen Strand und wir gehen jetzt erstmal was Schönes essen. Schöner Strand hier. Ah, die sehen alle gleich aus, die Gebäude. Helikopter, Helikopter. Erstmal einen Kaffee gegönnt. Vielleicht gehen wir mal Tage einen schönen Burger essen hier beim Chuck Chuck. Soll ja gut sein aus Amerika, ne? Testen und bewerten. Ich werde den einfach nicht. Eieieiei, wir gönnen uns jetzt erstmal schön hier. Mit einer schönen View. Danke. Du warst nicht gemeint, sorry. Naja, ah, machen wir den Zuckerdieb.
Der Zuckerdieb. Man wirft die einfach nur aus der Ja. Voll korrekt, müssen die Leute nicht mehr reingreifen. Voll süß. Oh, es ist gerade so schön warm geworden, Leute. Es ist schon fast 30 Grad. Unglaublich. Endlich mal wieder mit kurzärmeligen Sachen rumlaufen. Endlich wieder mehr Strand. Eieieiei. Wie voll der Strand einfach ist. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Komplett alles full. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut das tut, mal wieder ein bisschen Sonne, ein bisschen abschalten, ein bisschen Pause, hier am Strand lang zu laufen, das Wetter zu genießen. Boah. Also korrekt, dass ihr den Wagen gemietet habt, echt nice, ne? Komm, fahren wir eine Runde. Ja, Nina hat gesagt, sie leiht uns jetzt einen schönen Wagen aus. Ey, das ist echt nicht nötig gewesen eigentlich. Nicht? Na, aber nicht? Voll korrekt, dass du das machst. Welchen nehmen wir denn, links oder rechts? Ich habe auch so einen. Wir nehmen den Bentley. Da vorne ist unsere Rettung, Leute. Könnt ihr es erkennen? Ich zoome es dran für euch. Jawohl, Junge, jawohl. Wir waren jetzt gerade beim Supermarkt gewesen, Leute. Wir sind was zu trinken geholt. Wir suchen seit einer Stunde unser Hotel. Seit einer Stunde suchen wir unser Hotel. Überall sind die Wege blockiert. Wir kommen nicht rein. Das ist das Hotel. Wir kommen da nicht rein. Wir haben jetzt gerade die Sachen ins Hotel gebracht. Da unten ist unser Pool. Der ist jetzt nicht so nice, aber wir sind ja auch nicht hier, um am Pool zu chillen. Eigentlich war uns das Hotel, ja, so gut es geht, eigentlich egal, weil die meiste Zeit sind wir eh unterwegs. Und wie nice das ist mit den ganzen Schiffen, die da rumfahren. Ja, der Strand war so voll, aber es hat so gut getan. Wir haben locker so anderthalb Stunden da gepennt. Ja, wir gehen jetzt gleich noch, denke ich mal, wieder was essen. Ey, das ist so geisteskrank, wenn man hier runterguckt. Ich krieg Panik, ohne Scheiß. Guck mal, ich muss aufpassen, guck mal die Kamera, Leute. Junge, hört mal auf. Wir haben jetzt gerade 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, es hat so gut getan. Ich habe einfach meine ganze Fresse verbrannt. Guckt ihr das mal an. Alles rot nach dem ersten Tag. Aber dafür guckt euch das mal jetzt an. Wie geil sieht das denn aus hier bei Nacht, bei Raben. Guck mal, das Riesenrad, da stehen einfach Sachen drauf. So sieht das Ganze bei Nacht aus und wir gehen jetzt erstmal Abendessen. Erstes Essen hier im Hotel. Beef, Chicken, Nudeln, Reis. Krass, die Toiletten sind einfach alle so gebaut, damit du dir hier mit den Allerwertesten sauber machst. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen, noch nie gemacht. Bei Nacht sieht das alles noch mal viel krasser aus, vor allem die ganzen Gebäude hier. So, das erste Testen und Bewerten findet statt. Ich bin hier bei Shake Shack. Das kennt man ja eigentlich aus Amerika, so wie In-N-Out und sowas. Ich will jetzt hier mal einen Burger testen, weil viele sagen, es soll gut sein, viele sagen, es ist nicht so gut. Das ist die Speisekarte. Ich weiß noch nicht, was ich nehmen soll. Nehme ich den Shack Burger, den normalen Cheeseburger. Ich würde mal sagen, wir nehmen das Hausgericht, oder? Wir haben 30 Dirham bezahlt, sind ungefähr 7 Euro, 50 Cent. Hier zahlt man ja mit einer anderen Währung. Das ist der Burger. Optisch ist nicht der schönste, aber vielleicht inhaltlich kann man darüber weiterreden. Hä? Nein. Sag nicht so. Was denn? Ich finde, er schmeckt ein bisschen fettig. Okay. Ich finde dich. Also man merkt schon mal hier, dass es sehr fettig ist. Boah, der Bun auch sehr weich. Probieren jetzt mal. Ja. Der Burgerbrot gefällt mir nicht so, ist ein bisschen sehr matschig. Und inhaltlich ist es okay. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es in Amerika schmeckt. Da sah es auf den Videos auf jeden Fall besser aus. Also zum Beispiel Amerika In-N-Out, das kannst du nicht vergleichen damit. Fazit nach dem ganzen Burger. Also Leute, war echt Katastrophe. Also ich fand es nicht gut. Jetzt im Nachhinein, wo man am Ende gegessen hat, viel zu matschig. Ich habe es auch im ersten Bissen gemerkt. Also keine Ahnung, warum das so gefeiert wird. Also ich weiß, wie es in Amerika ist, da können wir es ja auch noch mal gern testen. Aber hier verstehe ich, warum es so voll ist. Ich war echt enttäuscht. Also geschmacklich auch nicht so geil. Durchgefallen. Ich bin immer ehrlich, Leute. Ich sag immer ehrlich meine Meinung. So, wir geben nicht auf. Wir haben uns jetzt noch mal Cheesy Fries bestellt. Und noch mal hier so Chicken Bites. Irgendwas muss ja hier schmecken. Bisschen so KFC of Wish. Gucken wir mal, wie das schmeckt hier mit der Käsesoße übergossen. Ist okay, ne? Mmh, schwierig. Wollen wir jetzt die Chicken Bites. Mmh. Schmecken schon besser. Auch ein bisschen matschig, aber dafür saftig. Ist okay. Insgesamt bin ich mit dem Laden nicht zufrieden. Zweiter Tag. Neuer Tag hat begonnen, Freunde. Wir sind hier gerade am JB Airwalk. Wir haben uns jetzt bei Tim Hortons was geholt. Janina wollte da unbedingt hin. Warum wolltest du da hin? Das ist das kanadische Starbucks. Genau, als sie in Kanada war, war sie immer da jeden Tag. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ich habe Vanille, sie hat Karamell. Ich finde Karamell besser. Jetzt holen wir die anderen ab, die haben ein bisschen länger gepennt. Wir gehen auf jeden Fall heute zu Dubai Mall wahrscheinlich. Gucken uns dann auch da ein paar Sachen an und so. Und dann nehmen wir euch jetzt auch noch mit. Boah, wir sind jetzt gerade bei Cheesecake Factory. Da gehen wir später auch mal essen. Boah, sieht das alles geil aus. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Am besten den originalen Käsekuchen. Der Freund von der Miriam, also mit dem wir hier sind, hat heute Geburtstag. Wir bringen jetzt
zum Frühstück eine schöne Platte mit Baklava mit. Wir haben auch gerade so eine Kerze bekommen. Überraschen den dann gleich. Wir sind gerade wieder bei Bosporus, wo wir gestern frühstücken waren. Wirklich sehr geiler Laden hier in Dubai. Das kann ich euch nur weiterempfehlen, wenn man hier ist. Sehr geiles türkisches Frühstück. So, das ist das Geburtstagsgeschenk, Leute. Jetzt aber schnell, bevor das alles dann rauskommt. Ja. Yeah. Happy Birthday! Hey, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Seni. Happy birthday to you. Wir sind jetzt in der Dubai Mall. Gucken wir uns das mal jetzt hier an, was wir so Schönes hier haben. Da ist der 30-Jährige. Ich hoffe, Anne, du hast einen groben Geldbeutel mitgebracht. Ich habe leider keine Kreditkarte und ich habe leider kein Geld. Wow, das erinnert mich an Zentro Oberhausen. Hey, Messi auch am Start oder was? Die haben einfach in der Einkaufszentrale ein Eiszentrum. Ach, geil. Kannst du einfach Schlittschuh fahren. Alter. Wahnsinn. Also diese Mall, ey, was hier alles gibt, super. Das ist ja der Wahnsinn. Hier riecht es einfach nach Chlor. Da kennt ihr diese Hollister, diese Models, die immer davor standen. Wo seid ihr? Und so sieht das aus. So viele Etagen gibt es hier. Und es ist wie ein Labyrinth. Man weiß nicht, wo man ist. Wir gehen danach auch direkt zum Burj Khalifa. Das ist direkt hier draußen irgendwo. Ey, sind das echte Tiere? Alter, guck dir mal diesen Hai da an. Ja, der sieht so unecht aus. Ja, die machen mir voll Angst, diese Haie. Guck dir den mal an. Was geht ab mit dir? Was hat der für Zähne? Wie riesig ist das bitte? Guck mal. Das ist komplett so ein riesen Aquarium. Boah, guck mal die Decke hier. Verrückt, ehrlich, verrückt. Boah, sieht das heftig aus. Man kann hier auf jeden Fall diesen Gang durchgehen. Dann bist du unterm Aquarium drinne. Du kannst halt alles sehen. Gehen wir nochmal hier bei Shake Shack rein, Leute. Ne? Hier gibt es die besten Burger. Was machen wir? Boah, da ist Wagamama. Wagamama? Mama? Wagamama. Mama? Wagamama. Wir frühstücken jetzt hier was, Leute. Direkt am Wasser, wo diese Wasserspiele sind. Wir setzen uns jetzt hier hin und dann gönnen wir uns. Wir sind jetzt hier bei Suzu, libanesisch-türkisch Restaurant. Das ist genau Janinas Ding. Das ist echt korrekt, dass du uns das rausgesucht hast, ne? Ein lieb türkisches Frühstück, ey. Guck mal, hier gibt's Melonen. Lach allein. Boah, da gibt's so geile Sachen, Leute, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Da gibt's so viel türkisch, libanesisch, alles. Garnelen. Was soll man nehmen, ey? Ich überleg, Eminem zu nehmen. Menemem. Menemem. Das schmeckt sehr lecker. Ich glaube, ich nehme das. Oder Sucuk mit einem. Boah, es gibt hier noch Lammkoteletts, Adana. Scheiße, ey. Mann, ich weiß es nicht. Na gut, ne? Für sich alleine bestellt. Stark. Boah, wie lang ist das Ding denn? Was ist das? Eieieiei. Schöner Grillteller hier. Wahnsinn. So muss das serviert werden, Leute. Mmh, das kann ja was werden. Boah, Leute, die Wasserspiele gehen los. Gerade ein Grillteller gefetzt, jetzt Wassershow, was gibt's Besseres, ey? Alter. Also, wenn man eins in Dubai kann, ist das geil essen und Ausblick genießen, alles. Hammer. Und dazu noch hier, Leute, türkischen Chai. Jetzt sind wir rausgegangen hier. Guckt euch mal jetzt den Burj Khalifa an. Ach du Scheiße. Bruder, wie hoch. Junge, was ist das denn? Boah, guckt euch mal diesen Tower da an. Geisteskrank. Der Wanderspieler hier. Schokobons Crispy. Ich liebe Schokobons. Wir sind jetzt hier gerade das erste Mal in so einem Supermarkt. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Auswahl und so viele Sachen, die man gar nicht in Deutschland hat. Auch schon gerade diese Schokobons Crispy. Oh, guck mal, wer da ist, Leute. CCN Burak. CCN. Was ist nur der Burgerladen von dem? Wir werden zum Original Burak wahrscheinlich gehen. Vielleicht gucken wir mal, dass wir zur Nusret gehen. Schauen wir mal. Macht Bock zu vloggen, ehrlich. Ich probiere jetzt mal diesen Schokobon Crispy. Das gibt es ja nicht bei uns. Also Schokobon quasi frittiert. So sieht das Ganze aus. Ja, ich probiere mal. Schmeckt gut, ich finde die Originalen aber besser. Die schmecken so, kennt ihr das, diese Dinger? Zum Rauslöffeln, so schmecken die. Ach ja, Leute, genau hier oben war Cristiano mit Georgina zum Geburtstag von ihr. Und dann hat er ihr Gesicht auf Burj Khalifa drauf projizieren lassen und ihr alles Gute gewünscht, genau von da. Ich bin einfach ein paar Tage zu spät. Wäre ich ein paar Tage früher, da hätte ich ihn ja vielleicht gesehen. Schade. Schon geil, die Straße, guck mal, die Autos und alles. Wahnsinn, du siehst an jeder Ecke hier irgendwas Krankes, Mann. So eine geile Autokurve hier. Geile Kreuzung. Wir sind jetzt hier gerade am Walk of Fame auf Wish bestellt. Samuel Eto. Ach geil, Alter. Wir sehen die ganzen Fußballer drauf. Die Straße hat richtige LA-Vibes, ohne Scheiß. Mit den Palmen und so. Mark Wahlberg, Karim Benzema. Ey, was ist das für Kombination? Wo ist Ernesto Valverde? Also wir gehen jetzt hier zur Cheesecake Factory. Wir müssen irgendwie eine halbe Stunde warten mit so einem Piepding. Ziemlich voll, wir wollen ein bisschen draußen sitzen und so. Hier ist so ein kleiner Rummelplatz.
kann man Enten jagen, also diese Gummienten da. Und Basketball spielen und so. Der 30-jährige alte Knacker ist auch hier. Wir gehen jetzt werfen. Man muss diese Bälle in das Loch werfen. Und Janina will unbedingt so einen Grogu haben. Die Frau macht's vor. Sieht einfach aus. Am Ende kommt der Ball eh zurück. Wir sind am Arsch. Ach, geil. Das sieht voll einfach aus, aber ist schwer. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh nee. Du darfst ihn gesagt nicht in die Mitte. Oh. Mann. Eieieiei, das originale Kuchen. Scheiße, der originale Kuchen. Mann, der originale Käsekuchen mit Strawberry oben verfeinert. Hier haben wir ja, was ist das? Was ist das? Red Velvet. Ja, Red Velvet. Da Aussicht, super. Wir gönnen jetzt. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird, Leute. So, Geschmackstest. Cheesecake Factory. Möchte jemand mal probieren? Ich probiere das. Ja, oder? Mmh, Geschmacksexplosion im Mund, ey. Dazu eine Erdbeere glasiert. Danke. Guck mal, haben wir für dich organisiert. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Gerade war auch Sonnenuntergang oder ist gerade gewesen. Auf jeden Fall geht es jetzt gleich zum Geburtstagsessen, zum 30-Jährigen. Wir haben uns alle ein bisschen schick gemacht. Wenn Emmy 30 wird, ne, lass mal ihm wirklich den ganzen Tag einfach unter die Nase reiben, dass er 30 geworden ist. Ist doch schön, 30 zu werden. So, wir sind jetzt im Aufzug und fahren hoch zum Brasilianer. Fleisch wird von Spieß geschnitten und so. Ja, wir sind jetzt hier oben an unserem Tisch, Leute. Was ist das für eine Aussicht, Alter? Guck dir das mal an, Wahnsinn. Wir essen jetzt hier oben einfach so Rooftop. Geil. Oh, was für eine Aussicht, Mann. Oder als wäre ich in New York, Alter. Guck mal, wir kriegen jetzt das Fleisch frisch vom Spieß geschnitten. Wahnsinn. Oh, ist das geil, Alter. Die Kolumbianer sind da. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, bonita? Wir sind jetzt durch beim Brasilianer, Leute. War sehr, sehr lecker. Alle voll gefressen. Jetzt gehen wir in so einen Blabla-Laden rein. Also, wenn man eins in Dubai kann, ist es gut essen. So, Leute, wir sind jetzt hier. Super Platz hier, ne? Bossio hat geklärt. Grüße gehen raus. Geil, Party, Uwe. Wir haben hier einfach eine Rutsche, Leute, damit man runter in den Club kann. Guck mal, die ganzen Scheiß mit ihrer G-Klasse, als wäre das einfach so ein Standard-VW-Polo hier, ey. Dritter Tag. Ein neuer Tag hat begonnen, Freunde. Wir sind jetzt hier in Dubai bei La Mer. Das ist sowas wie eine, ja, Einkaufspassage und Strand ist auch da hinten und so. Schon mal kleiner Eindruck hier. Sieht ein bisschen aus wie in L.A. Oh mein Gott, Leute, was sehe ich da? Oh mein Gott, da gibt es einfach einen CR7-Store. Alter, wie geil ist das denn? Wetter ist super. Also es sind eigentlich nur 20 Grad hier, aber in der Sonne ist es schön warm. Im Schatten friert man sich den Arsch ab. Was lachst du so mit deiner Dreiecksbrille? So, wir sind jetzt hier am Strand. Was ist das bitte für eine geile Skyline? Hinten sind wir in Burj Khalifa. Hier ist der Strand. Ja, Leute, wollten hier gerade auf Toilette Hände waschen. Ich drehe die ganze Zeit wie so ein Idiot, nichts passiert. Ja, geil, einfach Pedale hier, Alter. Hier ist wirklich ein sehr schöner Strand, Leute. Eieiei, ein bisschen windig, ne? Ein bisschen windig. Was bringt ihr uns denn Leckeres? Oha, geil. Wir haben uns jetzt hier so bei Salt Burger bestellt. Soll angeblich gut sein hier in Dubai. Die sehen echt sehr gut aus. Mhm. Viel besser als Shack Shack. Sehr gut. Hat was von innen und aus. Sehr klein, aber dafür fein. Was sagst du? Jetzt haben wir noch einen Burger hier mit diesen Cheetos drauf und Chicken, Crispy Chicken. Sieht auch sehr, sehr lecker aus. Wow. Thanks. Ja. Wunderbar. So, das ist unser Milchshake. Guck mal, wer eingetroffen ist. Kommt hier aus der Warmung, der Kripos. Oh, ein Jim ist da was? Ja. Also so groß habe ich mir das nicht vorgestellt, Leute. Also wenn du das Ding komplett runter aus, ne? Respekt. Wirklich. Ja. Alleine. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Wird ein bisschen süß werden, ne? Aber ja, probieren wir mal. Wir sind jetzt hier angekommen beim City Walk. Das ist auch so eine Einkaufspassage, wo man ein bisschen spazieren gehen kann und so. Später geht es zu diesem Global Village. Das ist so ein Ort, wo verschiedene Nationen, Kulturen aufeinandertreffen, wo man Sachen probieren kann und so. Das machen wir später alles. Das Wetter ist wieder super. Diese Aussicht, das sieht einfach so unreal aus. Das ist Wahnsinn. Boah, Leute, wir sind jetzt bei so vielen Einkaufsmalls gewesen, ne? Aber immer nur diese Window-Shopper, nichts gekauft. Einfach Telefonzelle aus London. Hat so ein bisschen L.A. Rodeo-Drive-Vibes, finde ich. Geil ist der Laden, bitte, Leute. Einfach hier diese Dragon Ball-Figuren.
Das war meine Lieblingsfigur aus Dragon Ball. Son Gohan Super Saiyajin 2. So geil gegen Cell. Freezer. Bardock, alle am Start, Alter. Sehr, sehr geil. Die kleinste Cola der Welt. Wie süß ist das? Was ist das? Eieieiei. Wir gönnen uns jetzt eine schöne Pizza hier. Soll gut schmecken. Traditionell 1880. Und wir probieren jetzt. So Freunde, und das war's an der Stelle vom ersten Dubai-Vlog. Ich bin jetzt wieder schon zurück in Deutschland. Es kommen noch 3 weitere Vlogs wahrscheinlich. Je nachdem, wie das Video bei euch hier ankommt, gucke ich mal, ob ich das hier auf FIFA hochlade oder auf meinem eigenen Kanal Free Gaming TV. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Ich habe noch richtig geile Vlogs am Start, unter anderem, wie ich bei Nusret essen gehe und so. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, like das Video nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Haut rein, Freunde, macht's gut und ciao!